Hallo ihr Lieben, heute mache ich mit euch diese leckeren veganen Spätzle mit einer Pilzrahmsoße. Für die Spätzle benötigt ihr 250 Gramm Weizenmehl, ungefähr 120 Milliliter Mineralwasser, 3 Eier, dafür nehme ich hier das Mai-Ei, Vollei und eine Prise Salz. Wenn ihr jetzt auch noch die Pilzrahmsoße machen wollt, benötigen wir dafür 2 Schalotten, eine Packung Sojacuisine und etwas Champignons und Kräuterseitlinge. Einfach so viel, wie ihr gerade da habt und so viel, wie ihr auch essen wollt. Als erstes kümmern wir uns um die Eier. Und ich habe von Mai-Ei das Vollei-Pulver genommen. Und für 3 Eier benötigen wir 25 Gramm von dem Pulver und verrühren das Ganze mit 125 Gramm Wasser, sodass das hinterher 3 Eier ergibt. Wenn wir das Ganze verrührt haben, seht ihr, dass es wirklich wie Eier aussieht und auch wie Eier riecht. Das stellen wir dann erstmal beiseite und nehmen uns eine größere Schüssel und wiegen dort 250 Gramm Weizenmehl ab. Machen dann so eine Kuhle und geben dann unsere Eier hinein. Fügen dann die Prise Salz hinzu und geben dann das Mineralwasser hinein. Das sollten so ungefähr 120 Milliliter sein, sollte so ein zähflüssiger Teig sein, ansonsten schüttet nochmal etwas Wasser hinzu, mit 120 sollte das auf jeden Fall so hinhauen. Ja, dann das Gute mit einem Löffel zerrühren, einem Löffel gut schlagen, sodass wirklich ein cremiger Teig entsteht. Und in der Zwischenzeit, wenn der Teig dann ruht, kümmern wir uns um die Pilzsoße. Ich habe ein bisschen Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzt, schwitze da die Schalotten an und füge dann einfach die Champignons und die Kräuterseitlinge hinzu. Lasse die so ein bisschen anbraten, bis sie schön Farbe bekommen. Und wenn das Ganze dann gut ist, lösche ich das Ganze mit etwas Balsamico-Essig ab. Das habt ihr jetzt in dem Bild nicht gesehen, das ist auch optional. Ich finde das immer ganz lecker, wenn es so ein bisschen Säure noch hat, die Soße. Und dann füge ich auch schon die Sojasahne hinzu. Lass das Ganze so ein bisschen einreduzieren, würze das dann mit Muskatnuss, Pfeffer und ein bisschen Salz und stelle die Soße dann auch erstmal zur Seite, weil wir uns ja jetzt noch um die Spätzle kümmern müssen. Für die Spätzle braucht ihr so eine Spätzlepresse, beziehungsweise geht es damit deutlich einfacher. Die befüllt ihr mit ordentlich Teig, sodass sie bis oben hin voll ist und gebt diese dann in kochendes Salzwasser und presst die Spätzle dann, einfach so hinein. Je nachdem, wie lang und wie dick ihr sie haben möchtet, müsst ihr dann einfach schauen. Das klappt eigentlich ganz gut mit so einer Spätzlepresse. Ich werde euch unten auch in der Infobox nochmal eine verlinken. Und die müssen auch gar nicht lange kochen, denn sobald diese hochkommen, sind die auch schon fertig. Das dauert wirklich nur so 2 bis 3 Minuten, würde ich sagen. Und da ihr ja nicht alle Spätzle auf einmal machen könnt, habe ich jetzt noch eine separate Pfanne genommen, da etwas Alsan erwärmt und gebe die dann hinein, dass die einfach nicht anpappen und einfach noch ein bisschen warm bleiben und noch so ein bisschen Geschmack bekommen. Das müsst ihr natürlich nicht machen, ansonsten pappen die halt ein bisschen zusammen. Das ist natürlich dann auch nicht ganz so schön. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht, weil es ja doch ein bisschen dauert, die ganzen Spätzle durch die Spätzlepresse zu drucken. Ja, so sieht das Ganze serviert aus. Hier vorne seht ihr die Pilzrahmsoße. Das ist natürlich euch überlassen, was ihr letztendlich dazu essen wollt. Ich fand das eigentlich ganz lecker in der Kombination. Und so sehen auch die Spätzle aus. Und ich muss sagen, ich war echt sehr, sehr begeistert, weil die wirklich super gut und sehr lecker geschmeckt haben und sehr gut zusammengehalten haben. Und das mit diesem Vollei-Pulver auf jeden Fall richtig gut geklappt hat. Das war jetzt das erste Mal, dass ich Spätzle selber gemacht habe und war sehr überrascht. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Hinterlasst mir doch gerne eure Kommentare, ob ihr Spätzle schon mal selbst gemacht habt und wie ihr das Ganze dann auch vegan macht. Falls ihr noch weitere Inspirationen zu den Mai-Ei-Produkten haben wollt, schreibt es mir doch ebenfalls in die Kommentare, dann würde ich dazu noch einige andere Videos machen. Und falls ihr noch Lust habt auf ein weiteres Pilzrezept, dann schaut euch doch mal dieses Pilzrisotto an und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!